Ja, und damit kommen wir auch schon, wenn Sie einverstanden sind und es keine weiteren Hinweise mehr gibt, zu Tagesordnungspunkt 2. Ich rufe Tagesordnungspunkt 1. Ich rufe die Fragestunde auf und hätte gerne, kann mir einer mal eine genau, fangen wir an. Sehr gut. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir beginnen mit der Frage 52 aus der letzten Fragestunde. Die Frage stellt die Kollegin Wiebke Knell für die Fraktion der Freien Demokraten. Ich frage die Landesregierung, wann beabsichtigt sie, die im Koalitionsvertrag vereinbarte Abschaffung der Schonzeiten für Jungwaschbären in der Jagdverordnung umzusetzen? Es antwortet die Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, die Kollegin Hinz. Vielen Dank, Herr Landtagspräsident. Frau Abgeordnete Knell, die Änderung wird rasch in Angriff genommen. Sie muss allerdings natürlich dann durch die Verbandsanhörung, weil wir wollen ja bei der Gremienbeteiligung auch nichts falsch machen. Besonders gut wäre es, wenn wir mögliche Konsequenzen aus dem Verfahren vor dem Staatsgerichtshof schon mit einbeziehen könnten. Das ist aber nicht zwingend. Vielen herzlichen Dank, Frau Ministerin. Es gibt eine Zusatzfrage der Kollegin Knell. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, Frau Ministerin, es gab ja schon eine Verbandsanhörung vor dem Einsetzen der Hessischen Jagdverordnung. Glauben Sie, dass es da jetzt andere Meinungen bei den Verbänden gibt? Frau Ministerin. Frau Abgeordnete, das kann ich Ihnen erst sagen, wenn wir eine Anhörung zu einer erneuten Änderung haben und dann die Argumente kennen. Herzlichen Dank. Gibt es weitere Fragen? Die Kollegin Heike Hofmann, bitte drücken Sie, dass ich Sie hier sehe. Bitte. Sie haben davon gesprochen, von einer raschen Umsetzung. Was heißt das denn konkret? Frau Ministerin. Das heißt, dass wir die Umsetzung in Angriff nehmen und so rasch wie möglich dann auch die neue Jagdverordnung in Kraft setzen wollen. Herzlichen Dank, Frau Ministerin. Gibt es weitere Fragen? Das ist offensichtlich nicht der Frau Kollegin Knell, bitte schön. Frau Ministerin, wird das noch in diesem Jagdjahr umgesetzt werden? Frau Ministerin. Also ich gehe davon aus, Frau Knell, dass wir das relativ zügig jetzt auch auf den Weg bringen. Aber ich kann Ihnen sagen, dass in der Jagdverordnung jetzt vom 1. August bis 28. Februar Jagdzeit ist. Das heißt, die Waschbären werden ab dem 1. August wieder bejagt werden. Und Sie können davon ausgehen, dass wir die Jagdverordnung so ändern, dass es anschließend weiterhin möglich ist. Herzlichen Dank, Frau Ministerin. Weitere Fragen sehe ich nicht. Damit kommen wir zur Frage 54. Es fragt der Kollege Karl-Hermann Bolldorf, Fraktion der AfD. Herr Bolldorf, drücken Sie mal auf Ihr Knöpfchen, dann kann ich Sie freischalten. Bitte schön. Ich frage die Landesregierung, mit welchen Maßnahmen fördert sie die Kulturpolitik der Kommunen, insbesondere auf Grundlage des Staatsziels zum Schutz und zur Förderung der Kultur gemäß Artikel 26e Hessische Verfassung? Es antwortet Frau Staatsministerin Dorn, Ministerin für Wissenschaft und Kunst. Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Bolldorf, für den Bereich Kunst und Kultur stehen im Haushalt für das Jahr 2019 rund 246 Millionen Euro bereit. Alle diese Ausgaben, ob Finanzierung der Staatstheater, der Landesmuseen, der Schlösser, ob institutionelle Förderung oder Projektförderung, alle kommen natürlich auch immer der Kultur in der jeweiligen Kommune zugute. Dazu gehört unter anderem der Kulturfonds Frankfurt-Rhein-Main. Hier werden Projekte von Kultureinrichtungen in Gemeinden, Kommunen, Landkreisen, kreisfreien Städten in der Metropolregion mit jährlich ca. 7 Millionen Euro gefördert. Aus Mitteln des Kulturkoffers, ein anderes Beispiel, fließen jährlich etwa 1,5 Millionen Euro für Projekte der kulturellen Bildung an Kulturakteure, die mit ihren Kulturangeboten die kulturelle Landschaft in Gemeinden und Kommunen bereichern. Weitere Beispiel wäre die Unterstützung kommunaler Museen, für die das Land 800.000 Euro im Jahr bereitstellt.
ebenso wie etwa für die Festspielförderung in Bad Hersfeld. Da hatten wir ja gerade das Hessentagspaar hier. Bad Vilbel und Hanau mit insgesamt 880.000 Euro. Das gilt genauso für das vom Land finanzierte Literaturfestival Leseland Hessen, bei dem im Rahmen der Buchmesse alljährlich mehr als 100 Autorinnen und Autoren bei rund 140 Veranstaltungen in über 30 Städten und Gemeinden in ganz Hessen ihre Bücher präsentieren. Und es gilt schließlich für die Förderung jedes einzelnen Projekts. Da ein Kunst- und Kulturangebot immer in einer Kommune stattfindet, profitieren die Kommunen selber auch davon. Vielen Dank, Frau Ministerin. Gibt es weitere Fragen? Eine Nachfrage von Herrn Kollegen Bolldorf. Drücken Sie noch einmal. Dankeschön, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin. Ich hätte noch eine ergänzende Frage. Und zwar, wie ist der derzeitige Sachstand des Beteiligungsverfahrens mit den Kommunen und Kulturschaffenden hinsichtlich des im Koalitionsvertrag sogenannten Masterplans Kultur? Frau Ministerin. Herr Abgeordneter Bolldorf, wir haben ja eine sehr umfangreiche Vorarbeit zu dem Masterplan Kultur bereits in der letzten Legislaturperiode gemacht. Das heißt, wir haben einen Kulturatlas, wir haben eine umfangreiche Befragung von Kulturschaffenden wie von den Kulturnutznießerinnen und Nutznießern sozusagen auf die Wege gebracht. Das heißt, wir haben eine sehr umfangreiche Datensammlung über die Bedürfnisse, über die Wünsche, über die Vorbilder in der hessischen Kulturlandschaft. Und auf diesem setzen wir jetzt auf, werden ein Beteiligungsverfahren auf den Weg bringen. Und das sind wir in den ersten Gesprächen. Eine weitere Frage stellt der Kollege Warnecke. Sehr geehrte Frau Staatsministerin Dorn, wenn ich Sie richtig verstanden habe, gehören dazu auch die am 5. Juli beginnenden Bad Hersfelder Festspiele, die sich nicht unmittelbar, aber zeitnah an die jetzt stattfindenden Tage des Hessentages anschließen werden mit einer Förderung von gut 770.000 Euro. Frau Ministerin. Herr Abgeordneter Warnecke, genau das ist es. Ein Beispiel dafür, wie, glaube ich, wunderbar man zeigen kann, was alles in einer Kommune an kulturellen Schätzen Hessen beherbergt. Und da ist die Bad Hersfelder Festspiele sicherlich als eine der großen Brillanten, die wir haben, zu nennen. Ich wäre fast enttäuscht gewesen, wenn der Kollege Hahn sich nicht gemeldet hätte. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Staatsministerin, sind Sie mit mir der Auffassung, dass es auf der einen Seite richtig ist, dass Bad Hersfeld eine so hohe Summe zur Unterstützung der hervorragenden Hersfelder Festspiele bekommt, auf der anderen Seite aber die Städte Bad Vilbel und die Städte Hanau, also die Städte Bad Vilbel und Hanau eine viel, viel geringere Förderung bekommen, obwohl zum Beispiel in Bad Vilbel mehr Zuschauer anwesend sind als in Bad Hersfeld? Frau Ministerin. Herr Abgeordneter Hahn, erstmal sind wir uns, glaube ich, alle hier einig, dass wirklich alle drei Festspiele was wirklich ganz Einzigartiges und Besonderes sind. Sie wissen auch, dass wir in der letzten Legislaturperiode bei allen drei Festivals die Summen deutlich auch erhöht haben. Und ansonsten höre ich verschiedene Bedürfnisse. Aber das ist ja sozusagen am Ende dann auch Sache des Haushaltsgesetzgebers und der Anträge der Fraktionen. Herzlichen Dank. Frau Ministerin, gibt es weitere Fragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Damit kommen wir zur Frage 56, und ich darf das Wort erteilen dem Kollegen Warnecke. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Staatsminister, ich vermute mal, dass Herr Al-Wazir antworten wird. Wann gedenkt die Landesregierung, die Radwegunterfahrung der B27 zwischen Bad Hersfeld und Hauneck so umzubauen, dass die 90-Grad-Einfahrt aus Richtung Hauneck und die Abfahrt aus Richtung Bad Hersfeld in einen vernünftig befahrbaren Zustand versetzt werden? Ihre Vermutung ist vollkommen richtig. Es antwortet der Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, Tarek Al-Wazir. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Warnecke, die Unterführung ermöglicht Radfahrern und Fußgängern eine verkehrssichere Querung der Ortsumgehung zwischen Bad Hersfeld und Hauneck. Die Ausführung der Unterführung bzw. des Geh- und Radwegs erfolgte wie geplant und im Planfeststellungsbeschluss festgelegt. Eine großzügigere Trassierung der Einfahrt des Geh- und Radweges in die Unterführung aus Richtung Hauneck mit Verzicht auf eine 90-Grad-Kurve kommt nicht in Betracht, da diese nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand, nämlich durch ein neues Stützbauwerk Richtung Haune und mit unverhältnismäßigen Eingriffen in den Uferbereich bzw. in die Haune möglich wäre. Vielen Dank, Herr Minister. Eine Zusatzfrage stellt der Kollege Warnecke. Sehr geehrter Staatsminister Al-Wazir, ich
nehme jetzt erstmal eine kleine Korrektur vor. Es handelt sich nicht um eine 90-Grad-Kurve, sondern um eine 90-Grad-Ecke, was beim Radfahren schon mal etwas schwieriger ist. Aber das nur als Hinweis. Sehr geehrter Herr Minister, ist Ihnen bewusst, dass wenn man von dem Hügel runterfährt, ohne zu treten, man mit rund 40 km/h auf diese entsprechende Abzweigung zufährt und dort ein Schild mit 10 km/h steht, ohne getreten zu haben, und dass man insofern doch von einer suboptimalen Zuwegung sprechen kann? Herr Minister. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Warnecke, ich hoffe, dass auch Ihr Fahrrad über Bremsen verfügt. Und dementsprechend kann man diese betätigen, wenn man den Berg runterradelt und schafft es dann vom Tempo 40 auch abzubremsen. Aber im Ernst, wir sind in einer Situation, das befindet sich 25 Meter weg von der Haune. Wenn man dort quasi eine, wie Sie es sich ja wünschen würden, Kurve bauen würde, die einen entsprechenden Winkel hat, der es ermöglicht, dann auch mit 40 km/h da reinzugehen, dann können Sie sich ungefähr vorstellen, was man da hätte bauen müssen. Das wäre an dieser Stelle unverhältnismäßig. Und manchmal ist es einfach so, dass man, ob nun Kurve oder Ecke, halt rechts oder links rumfahren muss. Und da muss man vorher abbremsen. Gibt es, Herr Kollege Warnecke, bitteschön. Moment hier. Selbstverständlich fahren in Hersfeld-Rotenburg alle Radfahrerinnen und Radfahrer mit verkehrssicheren Fahrzeugen, also in diesem Fall Fahrrädern, von mir aus auch E-Bikes und Pedelecs, aber das als Vorabfrage. Meine Frage ist, sind bei der damaligen Planung in irgendeiner Form diejenigen, die Fahrrad fahren, eingebunden worden oder ist das schlicht und einfach ein Bauwerk, das allein deshalb so hingestellt wurde, weil den Autofahrern unter Kostengesichtspunkten ein möglichst kostengünstiges Bauwerk hingestellt werden musste, um eine Unterführung zu bauen. Denn man hätte die, und das ist meine Frage, sicherlich auch anstelle einer 90-Grad-Querung mit einer schrägen Querung von 45 Grad bauen können, sodass man sowohl aus Richtung Bad Hersfeld wie aus Richtung Hauneck hätte gerade durchfahren können. Herr Minister. Also, Herr Abgeordneter, lese Ihnen mal vor, was mir dort von Hessen Mobil berichtet wurde. Laut dem Bevollmächtigten von Hessen Mobil sind keine Fahrradunfälle im Zusammenhang mit der Unterführung bekannt. Der Planfeststellungsbeschluss ist aus dem Jahr 2006. Das Anhörungsverfahren fand somit Anfang der 2000er statt. Der Regionalbevollmächtigte vermutet, dass es zu diesem Radweg seinerzeit keine Einwendungen gab. Eine Überprüfung wäre sehr aufwendig und wurde deshalb nicht vorgenommen. Ich sage ausdrücklich, ich finde das richtig, weil dafür ist ja ein Planfeststellungsverfahren da und ein Anhörungsverfahren, dass man allen Gelegenheit gibt, sich an dieser Stelle zu äußern. Und nochmal, wenn Sie sich, und Sie kennen den Ort ja, ich kenne jetzt nur Aufnahmen, sozusagen Luftbilder auf der einen Seite und Fotos auf der anderen Seite. Wenn Sie sich das anschauen, die 45-Grad-Kurve hätte eine Auskragung erforderlich gemacht, dann wäre man quasi über der Haune gewesen. Und das ist unverhältnismäßig. Und wir haben es nicht mit einem Radschnellweg zu tun. Da wäre das nicht möglich. Wir haben es mit einem Radweg zu tun. Herzlichen Dank, Herr Minister. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Damit kommen wir zur Frage 58 und ich darf das Wort erteilen der Kollegin Waschke. Bitte schön. Ich frage die Landesregierung, wie will sie das zivilgesellschaftliche Netzwerk Europakomitee und die überparteiliche Europa-Union Hessen sowie die jungen europäischen Föderalisten unterstützen? Frau Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten, Frau Staatsministerin Puttrich. Moment, Moment. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Waschke, die Landesregierung hat die genannten Akteure bereits in der Vergangenheit unterstützt und beabsichtigt, das auch in der Zukunft weiterhin zu tun. Neben den Unterstützungen, die alle drei Organisationen als Mitglied im Europanetzwerk Hessen erfahren, gibt es bei allen dreien darüber hinaus besondere Formen der Unterstützung. Ich beginne mit dem Europakomitee. Europakomitee Hessen e.V. In diesem Verein ist das Land Mitglied und zahlt somit seinen jährlichen Mitgliedsbeitrag an den Verein. Überdies nimmt Herr Staatssekretär Weinmeister als geborenes Mitglied im Vorstand des Vereins regelmäßig an den Gremiensitzungen teil und stellt damit eine enge Vernetzung zu den Aktivitäten der Landesregierung her.
Weiterhin finden die Veranstaltungen des Europakomitees, wie zum Beispiel Jahresempfang oder Vorstandssitzungen oder die Briefings, in der Regel in den Räumlichkeiten der Hessischen Staatskanzlei statt. Diese Briefings, die werden von Herrn von Heusinger durchgeführt, Leiter der Landesvertretung in Brüssel. Für das Europakomitee, er bietet das extra für das Europakomitee an, und die jährlichen Besuche des Vereins in Brüssel selbst werden von der Landesvertretung in Brüssel organisiert und auch entsprechend begleitet. Die zweiten, die mit unterstützt werden, das ist die Europa-Union Hessen. Auch im Landesverband Hessen der Europa-Union Deutschland ist das Land Hessen Mitglied und zahlt einen nicht unerheblichen Mitgliedsbeitrag. Darüber hinaus werden im Rahmen von Projektförderungen immer wieder Veranstaltungen lokaler Vereinigungen finanziell sowie durch Teilnahme von Herrn Staatssekretär Weinmeister oder mir unterstützt. Zahlreiche Verbände der Europa-Union Hessen werden überdies bei Reisen nach Brüssel in der Landesvertretung zu einem Besuch und Gesprächen entsprechend empfangen. Dann haben wir noch die dritte Gruppe, das sind die jungen europäischen Föderalisten. Auch seitens der jungen europäischen Föderalisten, die Abkürzung für die lautet JEF, finden oft Tagungen der JEF Deutschland und der JEF Hessen in unserer Landesvertretung in Brüssel statt. Überdies wird die JEF regelmäßig im Rahmen von Projektförderungen aus Zuwendungsmitteln des Landes Hessen unterstützt. Im Jahr 2019 zum Beispiel wurde für das Projekt 1040 Berlaymont 2019 eine Zuwendung in Höhe von bis zu 3.100 Euro gewährt. Zudem besteht ein regelmäßiger Gesprächsfaden zwischen uns und der JEF, in dem immer wieder Projekte und Themen besprochen werden. Soweit meine Antwort. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin. Gibt es weitere Fragen? Ja, Herr Kollege Kummer, drücken Sie, dann finde ich Sie. Bitte schön. Ja, Frau Ministerin, noch einmal eine kurze Nachfrage. Sie hatten einmal gesprochen von Mitgliedsbeiträgen und einmal von, ich glaube, erheblichen Mitgliedsbeiträgen. Wie hoch ist denn die jährliche finanzielle Förderung, also die monetäre Förderung an die drei genannten, jeweils einzeln und natürlich insgesamt? Frau Ministerin. Das kann ich Ihnen gerne im Einzelnen nachreichen. Wir zahlen bei zwei einen Mitgliedsbeitrag. Mitgliedsbeitrag zahlen wir bei den eben genannten Europakomitee. Wir zahlen einen Mitgliedsbeitrag bei der Europa-Union Hessen und fördern Projekte, wie gesagt, bei den europäischen Föderalisten. Ich würde Ihnen die Zahlen gerne nachreichen, damit sie auch komplett sind. Vielen Dank, Frau Ministerin. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Damit kommen wir zu Frage 60. Herr Abgeordneter Kaffenberger. Ach ja. In der letzten Reihe muss man ja noch stehen. Ich frage die Landesregierung, wie bewertet sie den Bau der Lichtwiesenbahn in Darmstadt, in dessen Rahmen rund 60 Bäume ohne Baumneupflanzung gefällt wurden, vor dem Hintergrund, dass sich wegen der daraus folgenden Umleitung der Straßenbahnlinie 2 die ÖPNV-Anbindung für mehrere Kommunen des Landkreises Darmstadt-Dieburg verschlechtert und somit der Luftreinhalteplan der Stadt Darmstadt durch ein möglicherweise steigendes Aufkommen im Bereich des MIV gefährdet werden könnte? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Kaffenberger, zunächst ein grundlegender Hinweis. Dem Land Hessen obliegt laut Gesetz keine Aufgabenträgerschaft und Zuständigkeit in der Organisation, Ausgestaltung und Planung des öffentlichen Personennahverkehrs. Somit ist auch die sogenannte Lichtwiesenbahn kein Vorhaben des Landes, sondern der HEAG Mobilo GmbH, einem Tochterunternehmen der HEAG Holding und des Landkreises Darmstadt-Dieburg. Die HEAG Mobilo GmbH hat am 16. April 2018 von der zuständigen Planfeststellungsbehörde, das ist in diesem Fall das Regierungspräsidium Darmstadt, antragsgemäß den Planfeststellungsbeschluss für den Bau des Vorhabens erhalten. Der Planfeststellungsbeschluss ist auf der Homepage des Regierungspräsidiums Darmstadt veröffentlicht und damit für alle einsehbar. Im Planfeststellungsverfahren wird in einigen Einwendungen darauf hingewiesen, dass sich das ÖPNV-Angebot für das Umland verschlechtern würde, wenn die Haltestellen Merckstadion und Böllenfalltor nach Inbetriebnahme der Anbindung des Campus Lichtwiese nicht mehr angefahren werden. Diese Einwendungen konnten im Planfeststellungsbeschluss zurückgewiesen werden. Die Haltestellen Böllenfalltor und Merckstadion werden auch nach der Inbetriebnahme der Lichtwiesenbahn von der Straßenbahnlinie 9 angefahren. Ein problemloser Umstieg und eine Fahrt in die Gemeinden des vorderen Odenwaldes werden ebenfalls weiterhin sichergestellt bleiben. Ein steigendes Aufkommen
des motorisierten Individualverkehrs aus dem Umland nach Darmstadt wird nach Einschätzung der Planfeststellungsbehörde nicht erwartet. Und damit ist auch keine Gefährdung der Einhaltung des Luftreinhalteplans der Stadt Darmstadt zu befürchten. Es ist im Gegenteil darauf hinzuweisen, dass durch die Lichtwiesenbahn die derzeit hohe Anzahl der zum Campus Lichtwiese verkehrenden Busse erheblich reduziert wird. Das wiederum führt zur Entlastung der hochbelasteten Busspuren sowie der zentralen Haltestelle Luisenplatz und Willy-Brandt-Platz und trägt damit sogar zu einer Verringerung von lokalen Schadstoffemissionen bei. Außerdem enthält das Verkehrskonzept Lichtwiesenbahn die Erwartung, dass eine Verlagerung von Fahrten des motorisierten Individualverkehrs hin zum öffentlichen Personennahverkehr erfolgt. Diese Erwartung halte ich für realistisch und auch diese wird zur Verringerung von Schadstoffemissionen beitragen. Im Übrigen wurde im Planfeststellungsbeschluss angeordnet, dass die durch den Bau der Lichtwiesenbahn erfolgten Baumfällungen über eine Ökokontomaßnahme im Bereich des Hofgutes Oberfeld und damit ebenfalls auf dem Gebiet der Stadt Darmstadt kompensiert werden. Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es weitere Fragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann kommen wir zu Frage 61. Fragesteller ist der Kollege Daniel May für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr May, drücken Sie mal kurz. So. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, welchen Promotionszentren an Hochschulen für angewandte Wissenschaften wurde das Promotionsrecht nach § 24 Hessisches Hochschulgesetz verliehen? Frau Staatsministerin Dorn. Sehr geehrter Abgeordneter May, als im Oktober 2016 das erste Promotionszentrum an der Hochschule Fulda eröffnet wurde, hat das weit über die Grenzen Hessens hinaus Beachtung gefunden. Das macht uns nach wie vor bundesweit einmalig. Die Möglichkeit, eigenständig einen Doktortitel verleihen zu können, macht die hessischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften für den wissenschaftlichen Nachwuchs noch attraktiver. Das Promotionsrecht stärkt die Hochschulen für angewandte Wissenschaft darin, anwendungsbezogene Forschungsvorhaben anzugehen. Die hessischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften verfügen aktuell über 6 Promotionszentren zur eigenständigen Durchführung von Promotionen. An der Hochschule Fulda sind das die beiden Promotionszentren Sozialwissenschaften und Public Health. Hinzu kommen die beiden hochschulübergreifend organisierten Promotionszentren angewandte Informatik und soziale Arbeit. Ganz neu sind nun die beiden Promotionszentren Nachhaltigkeitswissenschaften der Hochschule Darmstadt sowie Ingenieurwissenschaften, Fachrichtung Life Science Engineering der Technischen Hochschule Mittelhessen, die im Januar und April genehmigt wurden. Das Darmstädter Promotionszentrum greift mit Nachhaltigkeit ein wichtiges und aktuelles Thema auf, zu dem wir noch viel mehr wissen müssen, um globale Herausforderungen wie den Klimaschutz und die Energieversorgung meistern zu können. Das Gießener Promotionszentrum widmet sich mit Bioverfahrenstechnik, der pharmazeutischen Technologie sowie der medizinischen Strahlenschutztechnik Wissensgebiete, auf denen die beteiligten Professorinnen und Professorinnen der Technischen Hochschule Mittelhessen schon in der Vergangenheit sehr erfolgreich waren. Vielen Dank, Frau Ministerin. Gibt es weitere Fragen, Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann kommen wir zu Frage 63. Fragesteller. Doch eine Frage? Moment, jetzt habe ich erst Herrn May, bitte schön. Ja, entschuldigen Sie, Herr Präsident, ich hatte hier auf das Knöpfchen gedrückt und mich nicht anderweitig gemeldet. Ich wollte noch die Ministerin nachfragen, ob denn noch über die bereits bewilligten Promotionszentren es noch Anträge für weitere Promotionszentren an Hochschulen für angewandte Wissenschaften gibt. Frau Ministerin. Ja, Herr Abgeordneter May, es liegt noch aktuell ein Antrag vor, und zwar ein HAW-übergreifendes Zentrum, Promotionszentrum Logistik und Mobilität, das ist federführend von der Frankfurt University of Applied Science und ist im Moment im Antragsverfahren. Herzlichen Dank, Frau Ministerin. Gibt es weitere Fragen? Das ist jetzt aber offensichtlich nicht mehr der Fall. Dann kommen wir zu Frage 63. Fragesteller ist der Kollege Degen. Bitte schön. Ja, ich frage die Landesregierung, wie stellt sie sicher, dass Schülerinnen und Schüler, die ehrenamtlich in Hilfsorganisationen aktiv sind und während der Schulzeit zu Einsätzen gerufen werden, vom Unterricht für die entsprechende Einsatzzeit freigestellt werden? Jetzt antwortet Herr Staatsminister Professor Lorz. Herr Abgeordneter Degen, für die Freistellung von Schülerinnen und Schülern für ehrenamtliche Arbeit gelten die allgemeinen Regelungen, die in der Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses zu Befreiungen und Beurlaubungen niedergelegt sind.
Nach § 3 Absatz 2 dieser Verordnung können Schülerinnen und Schüler in besonders begründeten Ausnahmefällen auf Antrag ihrer Eltern volljährige Schülerinnen und Schüler auf eigenen Antrag vom Unterricht beurlaubt werden. Die Entscheidung trifft die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer bei einer Beurlaubung für einen Zeitraum von mehr als 2 Tagen und in Verbindung mit Ferien die Schulleiterin oder der Schulleiter. Bei Auszubildenden in der Berufsschule findet das Ganze im Einvernehmen mit dem Ausbildungsbetrieb statt. Ob ehrenamtliches Engagement, das von der Schule im Zeugnis gewürdigt werden kann, während der Unterrichtszeit einen solchen begründeten Ausnahmefall darstellt, ist jeweils eine Einzelfallentscheidung je nach Sachverhalt. Ich würde aber sagen, bei Einsätzen für die bekannten Hilfsorganisationen sollte die Abwägung hier relativ einfach sein. Herzlichen Dank, Herr Minister. Es gibt eine Nachfrage vom Kollegen Degen. Ja, vielen Dank, Herr Minister, für die Antwort. Ich will noch einmal deutlich machen, an einem Beispiel deutlich machen, es geht hier beispielsweise um junge Leute, die im Alter von 17 Jahren der Freiwilligen Feuerwehr von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung wechseln und entsprechend zu Einsätzen der Feuerwehr gerufen werden, die nicht vorab beantragt werden können. Deshalb meine Frage, wäre es nicht sinnvoll, dass Ihr Haus das generell klarstellt, dass für beispielsweise solche Einsätze der Feuerwehr, wo junge Leute, die durchaus noch an der Schule sind, eben gerufen werden, dass die grundsätzlich davon befreit sind, weil das den jungen Leuten viel Sicherheit geben würde? Herr Staatsminister Professor Lorz. Herr Abgeordneter, wir haben natürlich, als Ihre Frage einging, oder haben wir uns die Frage gestellt, ob es denn in irgendeinem Fall da schon ein konkretes Problem gegeben hat und haben versucht, soweit wir das eben nachfragen konnten, das zu eruieren. Uns ist kein einziger Fall bekannt, wo sich das bisher als Problem herausgestellt hätte. Auch in der Kooperationsvereinbarung mit dem Landesfeuerwehrverband, die wir ja seit 2015 haben, gibt es keine Aussagen zur Freistellung, weil ganz offensichtlich der Feuerwehrverband dort auch bisher kein Problem gesehen hat. Wenn Sie einen Fall kennen, wo das irgendwie problematisch geworden ist, dann bitte ich herzlich darum, dass Sie uns das mitteilen. Aber bisher wurde einfach von keiner Seite da ein über die Verordnung hinausgehender Regelungsbedarf gesehen. Herzlichen Dank, Herr Minister. Gibt es weitere Fragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Damit kommen wir zu Frage 66. Herr Abgeordneter Yüksel, bitte schön. Vielen Dank, verehrter Präsident. Ich frage die Landesregierung, wie beurteilt sie die Forderung, alle Schulkinder in Hessen zum Besuch einer KZ-Gedenkstätte zu verpflichten? Herzlichen Dank. Es antwortet der Kultusminister. Bitte schön. Herr Abgeordneter Yüksel, die Landesregierung verfolgt das Ziel, allen hessischen Schülerinnen und Schülern den Besuch einer NS-Gedenkstätte mit entsprechender Vor- und Nachbereitung im Unterricht zu ermöglichen. Deshalb sollen die Gedenkstätten in Hessen weiterhin bei ihrer Arbeit gefördert und insbesondere die Entwicklung neuer Wege der Bildungsvermittlung mit digitalen Möglichkeiten angeregt werden. Und zudem unterstützt die Hessische Landeszentrale für politische Bildung Besuche hessischer Gruppen in Gedenkstätten. Antragsberechtigt sind hessische Gruppen der Schul-, Jugend- und Erwachsenenbildung. In der Praxis stellen vor allem Schulen solche Anträge. Gefördert werden sowohl Eintagesbesuche als auch mehrtägige Projekte in Gedenkstätten, und zwar sowohl in Hessen als auch in Deutschland und im europäischen Ausland. Die Gedenkstättenbesuche werden im schulischen Unterricht vor- und nachbereitet. Darüber hinaus unterstützen durch das Hessische Kultusministerium abgeordnete Lehrkräfte die hessischen NS-Opfergedenkstätten Hadamar, Breitenau, Trutzhain und Stadtallendorf in ihrer pädagogischen Arbeit mit Schulen. Die Themen Nationalsozialismus, seine Verbrechen und die Würdigung seiner Opfer sind verpflichtender Bestandteil der hessischen Kerncurricula, sowohl in der Sekundarstufe 1 als auch in der Sekundarstufe 2. Eine Verpflichtung zum Besuch von Gedenkstätten wird hingegen von den Gedenkstätten selbst und ihren Pädagogen überwiegend kritisch gesehen. So hält, um nur ein Beispiel zu nennen, etwa der Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora, Professor Dr. Volkhard Knigge, eine Verpflichtung zum Besuch von KZ-Gedenkstätten für pädagogisch kontraproduktiv. Herzlichen Dank, Herr Minister. Gibt es weitere Fragen? Das ist... Bitte? Herr Yüksel selbst, bitte schön. Herr Minister, ist es Ihnen bekannt, wie viele Schulklassen in den letzten 2 Jahren eine KZ-Gedenkstätte besucht haben? Herr Minister. Herr Abgeordneter, wir führen dazu keine separate Statistik, aber es ließe sich sicherlich eruieren. Herzlichen Dank, Herr Minister. Gibt es weitere Fragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Damit kommen wir zur Frage 68, und der Fragesteller ist der Kollege Schalauske für die Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Herr Schalauske.
Ich frage die Landesregierung, welche Antwort hat sie auf das Schreiben der damals zuständigen Staatsministerin Priska Hinz an den Verwaltungsrat der Hessischen Landesbank Helaba vom August 2018 erhalten, in dem die Ministerin eine Begrenzung der Mieterhöhung bei der Helaba-Tochter GWH Wohnungsgesellschaft MBH Hessen analog zur nassauischen Heimstätte gefordert hatte? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Schalauske, Frau Staatsministerin Hinz erhielt am 27. August 2018 die Nachricht, dass ihr Schreiben an die Mitglieder des Verwaltungsrats der Helaba weitergeleitet wird und der Vorstand der Hessischen Landesbank in der Sitzung des Verwaltungsrats über den Sachverhalt berichten werde. Eine weitere Antwort ist seitdem weder an Frau Staatsministerin Hinz noch an mich ergangen. Herzlichen Dank. Eine Zusatzfrage hat der Kollege Schalauske. Ja. Wie bewertet denn die Landesregierung den von Ihnen geschilderten Sachverhalt, Herr Minister, obwohl laut Homepage der Helaba der Ministerpräsident Volker Bouffier der Trägerversammlung angehört und der Staatsminister Dr. Thomas Schäfer dem Verwaltungsrat der Helaba angehört und Sie als Minister ja sogar Stellvertreter sind? Wäre da nicht irgendwie wünschenswert, dass die Landesregierung da einen genaueren Kenntnis über diesen Sachstand hat? Herr Minister. Sehr geehrter Herr Schalauske, da der Herr Schäfer sehr zuverlässig ist und dort immer an den Sitzungen teilnimmt, bin ich noch nie in die Situation gekommen, ihn zu vertreten. Selbst wenn ich dann nähere Kenntnis hätte, dürfte ich es Ihnen jedenfalls hier so nicht sagen, weil die Mitglieder der Gremien zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Und drittens gehört zur Wahrheit dazu, dass ich mal davon ausgehe, wenn Sie die Besitzverhältnisse der Helaba richtig kennen, dass die Landesvertreter da sicherlich nicht in der Mehrheit sind, um es mal vorsichtig auszudrücken, sondern vor allem Vertreter der Träger von Stadt- und Kreissparkassen dort im Verwaltungsrat sind. Herzlichen Dank, Herr Minister. Herr Schalauske hat eine weitere Frage. Ja, Herr Minister, vielen Dank für Ihre Antwort. Ich möchte Sie jetzt fragen, können Sie sich vorstellen, dass es aus Sicht von Mieterinnen und Mietern der GWH, die möglicherweise in den letzten Jahren von erheblichen Mieterhöhungen getroffen worden sind, äußerst unzufriedenstellend erscheinen mag, wenn im August letzten Jahres die Ministerin einen offenen Brief schreibt mit der Hoffnung, oder mit dem Wunsch, dass weitere Mieterhöhungen verhindert werden und die Antwort aber auf diesem offenen Brief und die Haltung sowohl der Helaba und der GWH nie das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Das, glaube ich, könnte aus Sicht der Mieterinnen und Mieter sehr, sehr unzufriedenstellend sein. Herr Staatsminister. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Schalauske, nochmal, die Hessische Landesbank heißt Hessische Landesbank, gehört aber nicht dem Land Hessen, jedenfalls nicht in der Mehrheit. Sie gehört zum größten Teil den Sparkassen in Hessen und Thüringen. Übrigens ist auch die thüringische Landesregierung zu einem Teil an der Helaba beteiligt. Ich bin ehrlich gesagt gerade überfragt. Ich überlege mal, wer eigentlich aus Thüringen dem Verwaltungsrat angehört, beziehungsweise der Trägerversammlung. Finanzen. Okay. Ja, ich sage Ihnen ja nur, weil Sie fragen mich ja nach dem Verwaltungsrat, dann wäre es vielleicht für Sie ganz hilfreich zu wissen, dass den eben nicht nur aus Vertretern des Landes Hessen, sondern zu einem geringen Teil aus Vertretern des Landes Hessen besteht, auch noch aus Vertretern aus Thüringen und eben vor allem aus Vertretern der Kreis- und Stadtsparkassen. Und ich kann mir vorstellen, wie gesagt, dass an dieser Stelle wir ja natürlich ein gemeinsames Interesse daran haben, davon gehe ich mal aus, dass wir an dieser Stelle eine Situation haben, dass Mieten nicht drastisch erhöht werden. Diesen Wunsch haben wir insgesamt. Aber ich drücke es mal so aus, glücklicherweise haben Verkäufe, die stattgefunden haben in Hessen in der Vergangenheit immerhin sozusagen Käufer gefunden, die eher im öffentlichen Bereich zu suchen sind. Und auch in der Vergangenheit hat selbst Schwarz-Gelb in Hessen niemals den Fehler gemacht, wie Rot-Rot in Berlin, die Wohnungen ganz an Private zu verkaufen. Herzlichen Dank, Herr Minister. Nächster Fragesteller ist der Kollege Schaus. Herr Minister,
Also Ihre merkwürdige Antwort provoziert noch eine weitere Frage. Deswegen frage ich mal, war das Schreiben vom August letzten Jahres eher ein Proforma-Schreiben oder sind Sie da nicht der Meinung, dass das eine Aufgabe ist, sozusagen, der dann die Landesregierung auch entsprechend nachzugehen hat, wenn es keine Antwort gibt? Herr Minister. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Schaus, meine Antwort ist nicht merkwürdig, sondern Sie haben mich gefragt und ich habe Ihnen geantwortet. Und zwar doch exakt auf das, was gefragt wurde. Nämlich Sie haben gefragt, zu sagen, was ist mit dem Schreiben, gab es eine Antwort? Ich habe Ihnen gesagt, was geantwortet wurde und was Inhalt der Antwort war. Da verstehe ich nicht, wie die Antwort merkwürdig sein kann aus Ihrer Sicht. Es kann sein, dass Ihnen die Antwort nicht gefällt, aber es wurde ja gefragt, was geantwortet wurde, das habe ich Ihnen gesagt. Vielen Dank, Herr Minister. Nächste Fragestellerin ist die Kollegin Kuhler für die Fraktion Die Linke. Bitte. Herr Minister, ich habe noch mal eine Nachfrage, weil Sie jetzt auch Thüringen angesprochen haben. Wie wollen Sie sich denn oder haben Sie geplant, sich gemeinsam mit den thüringischen Teilen, sage ich mal, in diesem Verwaltungsrat zusammenzusetzen, um für die hessischen Mieterinnen und Mieter der GWH das Beste, also die Mieterhöhung irgendwie zurückzunehmen oder zukünftig zu beenden, dass sowas noch mal passiert? Also planen Sie da eine Zusammenarbeit mit den thüringischen Partnern? Herr Minister. Also ich habe Ihnen gesagt, wie die Besitzverhältnisse der Helaba sind, die sich dann dementsprechend auch in Sitzen im Verwaltungsrat ausdrücken. Aus Sicht des Landes hat ja die Kollegin Hinz, die damals zuständig war, eine Anregung gegeben. Und ob am Ende der Besitzer dieser Anregung folgt oder nicht, ist Sache des Besitzers. Ja, ich habe an der Linie, die Frau Kollegin Hinz in der letzten Legislaturperiode vorgegeben hat, an dieser Stelle nichts geändert. Vielen Dank, Herr Minister. Ich hatte jetzt zwei Zusätze, also geht keine Nachfrage mehr, Herr Kollege Warnecke. Ja, damit kommen wir zu Frage 70 und Fragesteller ist der Kollege Degen. Bitte schön, Herr Degen. Ich frage die Landesregierung, teilt sie die Auffassung, dass die Überwachung der Schulpflicht in Bezug auf die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern an Fridays for Future am besten von den Schulen vor Ort überwacht und damit umgegangen wird? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Degen, selbstverständlich ist es die Aufgabe der Schulleiterinnen und Schulleiter, die Erfüllung der Schulpflicht vor Ort zu überwachen. Das stellen wir auch in keiner Weise in Frage. Herzlichen Dank, Herr Minister. Gibt es weitere Fragen, Herr Kollege Degen? Herr Kultusminister, vielen Dank für die diesmal wirklich knappe Antwort. Ist das nicht aber so, dass, wenn das bei den Schulen liegt, das im Widerspruch zu Ihren Aussagen ist, erstens möglicherweise ein Bußgeld zu verhängen und zweitens auch Ihren Aufruf vom, ich glaube, März per Brief an die Schulämter, wonach Sie deutlich klargestellt haben, dass es hier nicht den Schulen überlassen ist, sondern eben deutlich als Verstoß gegen die Schulpflicht zu werten ist, wenn man teilnimmt. Herzlichen Dank, Herr Minister. Herr Abgeordneter Degen, bei dem Schreiben, das Sie ansprechen, das am 13. März von unserer Seite an die staatlichen Schulämter ergangen ist, handelt es sich in der Tat gleich in zweifacher Hinsicht um einen besonderen Fall. Also nicht sozusagen ums Alltagsgeschäft, sondern um eine Konstellation, in dem Schulen, zahlreiche Schulen, über die staatlichen Schulämter mit Nachfragen und Auskunftsbitten an das Kultusministerium herantraten. Die beiden Punkte, die diesen Fall so besonders machten, war erstens natürlich die konzertierte bundesweite Großdemonstration von Fridays for Future am 15.03., die also zu diesem Zeitpunkt unmittelbar bevorstand und die eben bundesweite Aufmerksamkeit erregt hat, sodass sich grundsätzlich auch alle Schulen davon betroffen fühlten. Und zweitens die Tatsache, dass die Landesschülervertretung zu dieser Großdemonstration vorgefertigte Musterentschuldigungsschreiben ausgegeben hatte. Und hier waren die Schulen sich einfach unsicher, wie auf diese Vordrucke reagiert werden sollte. Und unter diesen besonderen konkreten Voraussetzungen sind wir auf die erwähnten Nachfragen hin unserer Verantwortung als oberste Dienstbehörde nachgekommen, um entsprechend dieser außergewöhnlichen Aktion eine einheitliche Leitlinie zur Verfügung zu stellen. Ich will aber auch bei dieser Gelegenheit betonen, dass was die Einheitlichkeit dieser Leitlinie angeht, geht es nur um die Bewertung des Fernbleibens vom Unterricht. Dazu gibt es einen Beschluss der Kultusministerkonferenz.
dass die Teilnahme an Demonstrationen kein Entschuldigungsgrund für das Fernbleiben vom Unterricht sein kann. Das ist ein Beschluss, zu dem ich auch nach wie vor stehe. Das ist sozusagen die Feststellung des Tatbestands, dass es da kein entschuldigtes Fernbleiben vom Unterricht zum Zwecke der Teilnahme an einer Demonstration geben kann. Wie man dann in pädagogischen oder sonstigen Konsequenzen damit umgeht, dazu haben wir ganz bewusst keine einheitliche Leitlinie ausgegeben, denn das überlassen wir weiterhin der pädagogischen Entscheidungskompetenz unserer Schulleiterinnen und Schulleiter vor Ort. Herzlichen Dank, Herr Minister. Gibt es weitere Fragen? Herr Kollege Degen, bitte. Nur kurz fürs Protokoll, damit sich entsprechend Schüler auch darauf beziehen können. Ich habe Sie so verstanden, es liegt weiterhin bei den Schulleitungen, wie sie damit umgehen, wenn Schüler an Fridays for Future teilnehmen. Sieht man mal von der großen Aktion am 15. März ab, worauf sich Ihr Schreiben bezog. Herr Minister. Ja, das ist richtig. Die Frage, welche Konsequenzen aus dem in diesem Fall unentschuldigten Fernbleiben vom Unterricht zu ziehen sind, das bleibt in der Verantwortung der Schulen. Und ich habe da auch volles Vertrauen dazu, nach allem, was ich höre, dass die Schulen dieser pädagogischen Verantwortung auch in angemessener Weise nachkommen. Herzlichen Dank, Herr Minister. Eine Nachfrage der Kollegin Kula. Ja, ich wollte einfach noch mal konkret nachfragen, Herr Minister, ob Sie weiterhin der Auffassung sind, dass die in dem Schreiben geschilderten Sanktionen die adäquate Antwort auf die Protestbewegung und das Fernbleiben von der Schule ist. Herr Minister. Frau Abgeordnete Kula, um es noch einmal zu wiederholen, in dem Schreiben ist nicht von Sanktionen die Rede, sondern wir stellen lediglich fest, dass die Teilnahme an Demonstrationen, egal für welches noch so gute Ziel sie durchgeführt wird, kein Entschuldigungsgrund für das Fernbleiben vom Unterricht sein kann. Die Frage des Umgangs mit dieser Feststellung, dazu haben wir bewusst keine verbindlichen Vorgaben gemacht. Davon ist auch in dem Schreiben vom 13. März nicht die Rede. Herzlichen Dank. Gibt es weitere Fragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Damit kommen wir zur Frage 71. Fragesteller ist der Kollege Eckert. Bitte schön. Ich frage die Landesregierung, wird sie ihre Wirtschaftsförderrichtlinien dahingehend überarbeiten, dass künftig soziale Kriterien berücksichtigt werden? Herr Staatsminister Albert. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Eckert, Hessen ist ein wirtschaftsstarkes Land mit einem hohen Beschäftigungsstand. Die hessische Wirtschaftsförderung hat insbesondere die positive Entwicklung in Mittel- und Nordhessen sehr erfolgreich unterstützt. Ich darf noch einmal darauf hinweisen, die Arbeitslosenquote im letzten Monat war 4,5% und in Nord- und Mittelhessen war sie sogar besser als der Landesschnitt. Vorrangiges Ziel der Wirtschaftsförderung ist die Sicherung vorhandener und die Schaffung neuer wettbewerbsfähiger Arbeitsplätze, vor allem in den hessischen Regionalfördergebieten. Bisher wurde darauf verzichtet, darüber hinausgehende soziale Kriterien bei der Bewilligung von Förderungen zu berücksichtigen. Angesichts der ohnehin niedrigen hessischen Förderhöchstsätze würden Zusatzkriterien die Fördermöglichkeiten einschränken. In der Regel wird bei kleinen Unternehmen 20% und bei mittleren Unternehmen 10% der Investitionssumme gefördert. Eine weitere Differenzierung nach unten macht da wenig Sinn. Das Ergebnis wäre nämlich, dass nicht dass besonders soziale Firmen gefördert würden, sondern schlicht, dass letztlich weniger Fördermittel in die Fördergebiete gelangen würden als ohne Zusatzkriterien. Theoretisch wäre die Einführung sozialer Kriterien bei der Bewilligung von Förderungen allenfalls sinnvoll, wenn man vor dem Hintergrund einer stark limitierten Fördermittelausstattung weitere geeignete Entscheidungskriterien bei der Projektauswahl benötigen würde. Grundsätzlich werden soziale Kriterien sowie Kriterien des Umwelt- und Klimaschutzes in den Förderrichtlinien des Landes Hessen berücksichtigt, wenn sie den jeweiligen Förderzweck unterstützen und rechtlich, hier insbesondere beihilferechtlich und vergaberechtlich zulässig sind. Zu einer generellen Überarbeitung von Wirtschaftsförderrichtlinien wird daher gegenwärtig keine sachliche Veranlassung gesehen. Vielen Dank, Herr Minister. Das gibt mir Gelegenheit, bevor ich dem Kollegen Eckert das Wort erteile, den Kollegen, den ehemaligen Kollegen, unseren Kollegen aus dem Bundestag, Timon Gremmels, zu begrüßen. Herzlich willkommen. Und damit darf ich das Wort erteilen dem Kollegen Eckert. Herzlichen Dank, Herr Minister.
Wenn ich davon ausgehe, dass wir beide zu Recht beklagen, sinkende Tarifbindung hessischer Unternehmen und Ähnliches mehr, glauben Sie nicht, dass dann ein Zuschlagsverfahren im Rahmen von Wirtschaftsförderinstrumenten durch das Land eines der Wege wäre, um Unternehmen dahin zu bekommen, dass sie tatsächlich sich wieder, so wie wir es uns vorstellen, in eine Tarifpartnerschaft begeben und Mitglied zum Beispiel von Arbeitgeberverbänden werden? Warum machen Sie diesen Weg nicht oder haben Sie andere Instrumente im Moment in Ihren Planungen, da diesen Weg entsprechend zu unterstützen? Herr Minister. Also Sie wissen, das haben Sie ja richtigerweise angesprochen, dass ich es sehr begrüße, wenn wir Tarifbindung haben. Aber nochmal, bei unseren Fördersätzen, wo man sagt 20 bzw. 10%, würde ein weiteres Kriterium, was wir da einführen, nicht dazu führen, dass wir in Anführungszeichen die Besseren fördern, sondern dass wir nicht mehr fördern. Und da müssen Sie sehen, das ist eine Abwägung, die man treffen muss. Und wir sind aus diesem Grund der Auffassung, dass wir an dieser Stelle das Richtige entschieden haben. Ich darf übrigens an dieser Stelle mal darauf hinweisen, die Debatte haben wir ja in Hessen immer mit Blick auf Thüringen gehabt, die solche Kriterien eingeführt haben. Da hat sich allerdings auch die Förderlandschaft deutlich verändert. Große Unternehmen werden auch in Thüringen nicht mehr gefördert, weil dort deutlich weniger Geld inzwischen zur Verfügung steht, weil es, ist ja eine gute Nachricht, wirtschaftlich besser geht als vorher. Und nach meiner Kenntnis wird das, was man 2009 in Thüringen mal eingeführt hat, in Thüringen inzwischen auch nicht mehr angewandt. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Gibt es weitere Fragen? Eine weitere Nachfrage des Kollegen Eckert. Bitte schön. Sie haben jetzt bisher nur erklärt, warum was nicht geht, Herr Minister. Deswegen meine Frage, was machen Sie, um weiterhin hessische Unternehmen dahingehend zu fördern und zu unterstützen, dass sie in sozusagen Tarifgemeinschaften gehen, in Arbeitgeberverbände, damit tatsächlich ein Tariflohn der Stand der Dinge ist, wie wir uns beide auch vorstellen. In der Tat bin ich ja froh über Ihre Einlassung. Aber die Frage wäre doch, was folgt konkret daraus? Und bis dahin haben Sie leider nichts gesagt. Herr Staatsminister. Herr Abgeordneter, das liegt daran, dass der Staat nicht alles kann. Im Grundgesetz ist, das ist eine große Errungenschaft, die Koalitionsfreiheit festgeschrieben. Und das bedeutet, dass es Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das Recht haben, sozusagen, sich zusammenzuschließen. Da wurde lange dafür gekämpft, dass auch Arbeitgeber dieses Recht haben. Aber zu dieser Freiheit gehört eben auch die Freiheit, das nicht zu tun. Und wenn Sie an dieser Stelle jetzt von uns verlangen, dass wir die vergleichsweise geringen Mittel, die wir als Regionalförderung an dieser Stelle an kleine und mittlere Unternehmen verteilen, sagen, quasi zu einer Art Bonus-Malus-System machen würde, dann verstehe ich den Wunsch. Ich kann Ihnen aber sagen, dass jedenfalls diese Mittel dafür nicht geeignet sind. Erstens ist es dafür zu wenig, in Anführungszeichen. Und zweitens, wenn Sie beispielsweise an Thüringen früher denken, wo noch viel Geld an größere Unternehmen geflossen sind, da gab es ja eine hohe Leiharbeitsquote, die dann teilweise ausgeschlossen wurde. Das wird da auch so nicht mehr gemacht, weil es an große Unternehmen gar nicht mehr geht. Also jedenfalls, die Wirtschaftsförderung ist dafür nicht das taugliche Instrument. Ansonsten, wann immer ich mit Unternehmern rede, mit Gewerkschaften rede, mit Kammern rede, weise ich darauf hin, dass es gute Gründe gibt, warum am Ende Vereinigungen auch gut sind, und zwar auf beiden Seiten, wenn ich das an dieser Stelle mal so sagen darf. Das gilt für den Organisationsgrad bei Gewerkschaften, wie auch bei der Frage, wer ist Mitglied im Arbeitgeberverband. Möchte noch jemand? Offensichtlich nein. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Das ist die Frage 72, und Fragesteller ist der Kollege May. Bitte schön, Herr Kollege May. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, wie hat sich der Anteil der Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne Abschluss an allgemeinbildenden Schulen in den letzten 20 Jahren entwickelt? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter May, die Quote der Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne Abschluss an allgemeinbildenden Schulen liegt in Hessen seit dem Abschluss Schuljahr 2001/2002 vor. In dieser Zeit, also bis zum Schuljahr 2017/18, konnte sie von 5,5% auf 2,3% gesenkt werden. Das heißt, wir haben mehr als eine Halbierung dieser Quote erreicht. Herzlichen Dank, Herr Minister. Gibt es weitere Fragen? Das ist offensichtlich. Ja, bitte schön, Herr Kollege Lambrou. Ja,
Ich würde gerne die folgende Nachfrage stellen, ob Sie eine Prognose wagen, wie die Quote weitergeht, ob sie wieder ansteigen wird oder ob sie gleich bleibt oder weiter runtergehen wird. Herr Minister. Herr Abgeordneter Lambrou, wenn wir das voraussehen könnten, dann würde ich mich für die Anschaffung oder für den Vertrieb von Kristallkugeln bewerben. Nein, das können wir nicht. Wir können nur eines sagen, wir müssen mit Sicherheit die Anstrengungen, die wir unternommen haben und die wir auch dafür für verantwortlich halten, dass diese Quote sich so gut entwickelt hat, dass wir die fortsetzen müssen, wenn wir die Quote weiter unten halten wollen. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Damit kommen wir zu Frage 81 und es fragt der Kollege Schalauske. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, ist sie gewillt, Teile der landeseigenen Liegenschaft Meisenbornweg in Gießen, frühere hessische Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge, HEAE, neben einer Nutzung als Gedenkstätte auch im Rahmen einer Konzeptvergabe für die Schaffung von dringend benötigten bezahlbarem Wohnraum in der Universitätsstadt zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel in Form von studentischem Wohnraum? Herr Staatsminister Dr. Schäfer. Herr Abgeordneter Schalauske, die landeseigene Liegenschaft Meisenbornweg 13 bis 17 in Gießen soll demnächst vom Land zur gemeinsamen Unterbringung der zurzeit auf mehrere Standorte verteilten Niederlassung Mitte des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen umgebaut und anschließend genutzt werden. Es betrifft die Häuser 2, 3, 4 und 7. Haus Nummer 5 wird bereits heute durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge genutzt. Für im Haus 1 wird erwogen, die von Ihnen auch in der Fragestellung angesprochene Gedenkstätte unterzubringen. Haus 6 schließlich wird durch eine Kantine und als Versammlungsbereich genutzt. Somit wird die Liegenschaft nahezu vollständig auch in Zukunft vom Land genutzt. Überlegung für eine anderweitige Nutzung besteht insofern aufgrund des Eigenbedarfs des Landes nicht. Gibt es weitere Fragen, Herr Kollege Schalauske? Ja, vielen Dank, Herr Staatsminister, für die Antwort. Hätte es für die Unterbringung der zuständigen Stelle der LBIH nicht eine Alternative gegeben, sodass man an dieser Stelle in Gießen von Seiten des Landes etwas zur dringend benötigten Schaffung von bezahlbarem Wohnraum hätte tun können oder noch tun können? Herr Staatsminister Dr. Schäfer. Herr Abgeordneter Schalauske, das Land ist schon seit längerem auf der Suche nach einer geeigneten Immobilie, die auf mehrere Standorte verteilte Niederlassung Mitte an einer Stelle konzentriert unterzubringen, sodass die sich jetzt abzeichnende Lösung als die unter den Obwaldern Umständen im Gießener Umfeld optimale Unterbringungsmöglichkeit angesehen wird. Eine andere hat sich, wie gesagt, über eine längere Zeit von Jahren in der Suche als nicht realistisch herausgestellt. Herzlichen Dank. Gibt es weitere Fragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Damit kommen wir zu Frage 82. Und die Fragestellerin ist die Kollegin Lena Arnold. Bitte schön, drücken Sie mal kurz, Frau Arnold, dann kann ich es freischalten. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ich frage die Landesregierung, wie bewertet sie aus hessischer Sicht die vereinbarten Maßnahmen hinsichtlich des Kampfs gegen Share-Deals bei der Grunderwerbssteuer? Es antwortet der Minister der Finanzen, Dr. Schäfer. Frau Abgeordnete Arnold, in dem vom Titel her möglicherweise darauf nicht zwingend unmittelbar schließenden Gesetzentwurf zur Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften sind genau die Maßnahmen enthalten, auf die Sie rekurrieren. Sie sind Bestandteil einer ursprünglich auf hessische Initiative zurückgehenden Beschlussfassung in der Finanzministerkonferenz, die nunmehr der Bund in seine Gestaltung des Gesetzentwurfs übernommen hat. Dabei sind eine Reihe von Einzelmaßnahmen enthalten, die die Finanzministerkonferenz mit großer Mehrheit jeweils beschlossen hat. Ich verhehle nicht, dass ich nicht restlos zufrieden mit dem Ergebnis bin. Vor dem Hintergrund, dass die verfassungsrechtliche Prüfung auch weitergehender Maßnahmen von den Gutachtern jeweils aus verfassungsrechtlichen Gründen verworfen worden sind, vor dem Hintergrund, dass die Besteuerung im Generellen anknüpft an die Veränderung des zivilrechtlichen Eigentums an Grundstücken. Wenn Sie aber über Share-Deals reden, verändert sich gerade nicht das zivilrechtliche Eigentum, denn das bleibt ja bei der jeweiligen juristischen Person, sondern es verändert sich nur die Trägerschaft, die Gesellschafterstellung bei der Gesellschaft. Da das nicht der gleiche Sachverhalt ist, sondern ein Sachverhalt, auf dem die Regelungen zum Grunderwerb bei
beim zivilrechtlichen Eigentum quasi analog angewendet wird, sind dem enge Grenzen gesetzt, dies auszuweiten. Deshalb werden wir mittelfristig nicht umhinkommen, das gesamte Besteuerungsregime einer Überprüfung zu unterziehen und möglicherweise eine stärkere Betrachtung des wirtschaftlich tatsächlich Berechtigten anzustellen und weniger Prinzipien genau auf die Veränderung des zivilrechtlichen Eigentums. Insofern bin ich zufrieden mit dem Zwischenschritt, glaube aber, dass wir mittelfristig noch einige Schritte weitergehen müssen. Ja, herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Es gibt eine Nachfrage des Kollegen Warnecke. Bitte schön. Sehr geehrter Staatsminister Dr. Schäfer, habe ich Sie richtig verstanden, dass es sich um verfassungsrechtliche Bedenken seitens der dort mit Gutachten beauftragten Juristinnen und Juristen gehandelt hat? Oder handelt es sich nur um rechtliche Bedenken, die durch Gesetze ausgeräumt werden könnten? Herr Staatsminister. Colonel Warnecke, ausdrücklich verfassungsrechtliche Fragestellung. Weil ich habe es ja versucht auszuführen. Sie besteuern ja einen Sachverhalt, der sich abhebt von dem, der eigentlich dem Besteuerungsregime unterfällt. Und diese juristischen Juristen nennen es dann eine Fiktion. Es wird also etwas fingiert, was gar nicht ist. Und das darf nur sehr, sehr eingeschränkt aus verfassungsrechtlichen Gründen sein. Deshalb war auch schon unter den Finanzministern nicht unumstritten, ob die Absenkung der 95%-Schwelle auf 90% nicht schon möglicherweise die verfassungsrechtlichen Grenzen sprengt. Das Bundesverfassungsgericht hat in einer Entscheidung die 95%-Grenze für verfassungsgemäß gehalten. Die haben sich naturgemäß nicht über eine niedrigere Schwelle geäußert, weil darüber hatten sie nicht zu befinden. Verfassungsrechtlich geprüft ist im Zusammenhang mit den Überlegungen, es war zunächst mal angedacht, die Grenze bei 75% anzulegen. Und das ist aus Verfassungsgründen sehr eindeutig verworfen worden. Und selbst bei der Absenkung von 95 auf 90, die bringt nicht so viel, setzt uns aber verfassungsrechtlichen Risiken aus, die ich jedenfalls gerne vermieden hätte. Andere Elemente des Gesetzentwurfs halte ich für wirkungsvoller als gerade diesen Teil. Vielen Dank, Herr Dr. Schäfer. Gibt es weitere Fragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann haben wir noch Zeit, eine Frage aufzurufen. Das ist die Frage 83, und sie stellt der Kollege Yüksel. Bitte schön. Ich frage die Landesregierung, unterstützen Sie die Einhausung der A661 in Frankfurt am Main finanziell? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Yüksel, ich möchte meine Antwort Folgendes voranstellen. Die Einhausung der A661 ist eine große Chance für Frankfurt. Sie verbessert die Lebensqualität, sie hebt die trennende Wirkung der A661 auf und ermöglicht den Bau von mehr bezahlbarem Wohnraum in Hessens größter Stadt. Nun zu Ihrer Frage. Obwohl es sich bei der Einhausung um ein vorrangig stadtplanerisches und städtebauliches Projekt handelt, ist das Land Hessen bereit, die Stadt insbesondere in administrativer Hinsicht umfangreich zu unterstützen, zum Beispiel durch die Beauftragung der DEGIS mit der Erbringung der erforderlichen Planungsleistungen für die Stadt Frankfurt. Weiterhin wird das Land eine Verkehrsuntersuchung beauftragen, um die für die Planung der Einhausung erforderliche mittel- und langfristige Dimensionierung der A661 verbindlich abzuklären und damit der Stadt Frankfurt den Einstieg in die Planung für die Einhausung überhaupt erst zu ermöglichen. Das Land Hessen wird die Kosten für diese für die Einhausungsplanung zwingend erforderliche Untersuchung tragen, solange es noch als Auftragsverwaltung für die Bundesautobahnen zuständig ist. Eine Beteiligung des Landes Hessen an den Baukosten für die Einhausung ist verfassungsrechtlich nicht möglich, weil es sich bei der Autobahn um eine Straße des Bundes und bei der Einhausung um ein Projekt der Stadt handelt. An beiden Projekten darf sich das Land nicht beteiligen, weil Mischfinanzierungen nicht zulässig wären. Herzlichen Dank, Herr Minister. Gibt es Nachfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Wollen wir das noch wagen? Ja, machen wir noch eine Frage. Dann haben wir wenigstens eine der neuen Eingänge gemacht. Frage 84 ist das nämlich, und das ist der Kollege Bolldorf. Bitte schön, Sie haben das Wort, Herr Kollege Bolldorf. Ja, vielen Dank. Ich frage die Landesregierung, wie bewertet sie die Gründung eines Antidiskriminierungsvereins durch die Landkreise Marburg-Biedenkopf und Gießen hinsichtlich bereits jahrelang bestehender Strukturen auf dem Feld der sogenannten Antidiskriminierung, wie beispielsweise die Antidiskriminierungsstelle des Bundes oder die Stabsstelle Antidiskriminierung im Hessischen Ministerium für Soziales und Integration?
Herzlichen Dank. Und es antwortet der Minister für Soziales und Integration, Kai Klose. Herr Abgeordneter Bolldorf, die Hessische Landesregierung fördert seit 2018 den Aufbau und die Etablierung von 4 regionalen Antidiskriminierungsnetzwerken. Das sind die sogenannten ADI-Netz in Nord-, Mittel- und Südhessen und im Rhein-Main-Gebiet. Aufgabe dieser Netzwerke ist es, Ausgrenzung und Diskriminierung entgegenzuwirken, wo sie geschehen, und das heißt vor Ort im alltäglichen Umgang miteinander. Das mittelhessische Antidiskriminierungsnetzwerk wird aktuell vom Landkreis Gießen getragen. Teil der Förderung ist die Vorbereitung und Gründung eines Vereins, um Engagierte und Interessierte im Antidiskriminierungsbereich zusammenzubringen und das Bewusstsein für Benachteiligungsformen sowie das Wissen über wirksame Gegenstrategien in die Breite zu tragen. Die Beteiligten reagieren so auf den Bedarf einer horizontal und mehrdimensional ausgerichteten Antidiskriminierungsarbeit und treten in regionaler und interkommunaler Zusammenarbeit Diskriminierung entgegen. Vor diesem Hintergrund bewertet die Landesregierung die Gründung eines Antidiskriminierungsvereins als positiv und absolut unterstützenswert. Bei Antidiskriminierungsarbeit ist nicht nur das Land gefragt, sondern wir alle. Deshalb freuen wir uns, dass sich so viele zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure und Kommunen engagieren. Die regionalen Antidiskriminierungsnetzwerke in Nord-, Mittel- und Südhessen sowie im Rhein-Main-Gebiet leisten einen wichtigen Beitrag zu einem offenen und wertschätzenden Miteinander und ergänzen die Arbeit der Antidiskriminierungsstelle im Hessischen Ministerium für Soziales und Integration, die landesweit aktiv ist und die regionale Arbeit koordiniert, sehr gut. Welche Kommunen am Ende Mitglied des Antidiskriminierungsvereins werden, bleibt Ihnen selbstverständlich selbst überlassen. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Gibt es weitere Fragen? Eine Nachfrage des Kollegen Bolldorf. Bitte schön, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Minister. Besteht da nicht eine Gefahr von Doppelstrukturen und Ressourceninefficienz, woraus sich unter Umständen eine Unklarheit der Betroffenen ergibt, an welche Stelle sie sich zielorientiert wenden können? Und findet vielleicht auch ein vertikaler Austausch der Institutionen statt? Herr Staatsminister. Herr Abgeordneter Bolldorf, diese Gefahr sehen wir nicht, weil wir landesseitig die 4 Antidiskriminierungsnetzwerke ja koordinieren, es eine enge Anbindung an die Tätigkeit der Antidiskriminierungsstelle in meinem Haus gibt und deshalb eine Gefahr von Doppelstrukturen oder Parallelarbeiten aus unserer Sicht nicht gibt. Im Gegenteil, die regionalen Netzwerke sollen ja gerade dazu dienen, auch Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen, die eben leichter erreichbar sind, weil sie näher zu den Betroffenen existieren. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Herr Bolldorf, bitte. Noch eine Frage. In welcher Höhe nehmen Sie für diese Dinge Haushaltsmittel vor? Herr Staatsminister. Die Bewilligungen für 2019 sehen so aus, dass das ADINET Nordhessen, getragen von der Bildungsstätte Anne Frank, eine Fördersumme von 75.000 Euro erhält. Das ADINET Mittelhessen, getragen vom Landkreis Gießen, eine 50-prozentige Anteilfinanzierung in Höhe von 47.000 Euro. Das ADINET Südhessen, getragen vom Verein Fabian Salas Erbe, eine Anteilfinanzierung von 74.900 Euro, und das ADINET Rhein-Main, getragen von der AGA, der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen, eine Vollfinanzierung in Höhe von 92.200 Euro. Ja, vielen Dank, Herr Staatsminister. Gibt es weitere Fragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Die Zeit ist um, und ich stelle fest, dass die Fragestunde damit abgehalten worden ist.